Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do It Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir wieder gemeinsam zeichnen und zwar dieses super süße Nutella Kawaii Gläschen. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unser Kawaii Nutella Glas brauchen wir ein Blatt Papier, einen Bleistift zum Vorzeichnen, dann habe ich hier noch einen Radiergummi sowie einen dunkelbraunen Filzstift, einen rosanen für die Wangen, einen roten für die Schrift und einen schwarzen zum Umranden. Mein Blatt Papier nehme ich hochkant und als erstes zeichne ich das Glas. Es ist ziemlich groß und auch bauchig. Da könnt ihr auch zwischendurch das Blatt Papier immer so ein bisschen drehen, wie ihr das gerade braucht. So ungefähr. Dann fehlt noch der Deckel. Und noch ein Etikett, wo dann letztendlich Nutella draufsteht und auch das Gesicht, das Kawaii-Gesicht zu sehen ist. Das werde ich hier ungefähr drauf machen. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Jetzt kommt das Gesicht. Das meinen wir dieses Mal ein bisschen anders als bei dem anderen Nutella-Glas, was ich mit euch gemalt habe. Nämlich erstmal zwei Augen. Und die male ich auch komplett aus. Da kommen keine Lichtreflexionen oder irgendwelche Schattierungen rein. Und jetzt kommt die Schrift. So, jetzt haben wir unser Nutella-Kawaii-Glas komplett vorgezeichnet. Dieser ganze Bereich hier wird dunkelbraun. Komplett, das ist dann nämlich die Schokocreme. Das Etikett bleibt weiß, die Augen male ich schwarz, den Mund male ich schwarz, das hier male ich so rosa, die kleinen Bäckchen. Das N male ich schwarz, den Rest rot und der Deckel bleibt eigentlich auch weiß, nur dass diese Striche hier ein bisschen dicker und auch schwarz gemalt werden. Das ist jetzt mein fertiges Kawaii-Nutella-Glas. Mittlerweile schon mein zweites Nutella-Glas im Kawaii-Stil. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet. Das hier oder das, was ich vor einiger Zeit hier schon gemalt habe. Daumen nach oben geben, nicht vergessen. Natürlich abonnieren, kommentieren. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!